dass du nicht morgens als ersten Schritt dann erstmal aus dem Fenster schaust, ob das Fahrzeug dann auch wirklich noch da ist. Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüben von der Firma Stüben KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. Der Besitzer dieses Fahrzeuges hatte schon mal Kontakt und hat ein Auto vorher verloren. Deshalb ist er jetzt zu uns gekommen, um sein Fahrzeug optimal zu schützen. Ich halte nichts davon, dass man sich anfängt, komplett zu verbiegen, nur weil es entsprechend ein Risiko gibt, dass dir so ein Fahrzeug geklaut wird. Verbaut haben wir von Viper die 3606. Vorteil dieser analogen Alarmanlage, man kann die Frequenzen der Handsender nicht fischen, weil die Alarmanlage über ein sogenanntes Code-Hopping verfügt. Und damit wir so eine analoge Alarmanlage in so einem modernen Fahrzeug spurlos einbauen können, haben wir von ExpressKit das DB All 2 verbaut. Vorteil von dieser Schnittstelle ist, wir machen nichts am Auto kaputt, wir spielen lediglich die DNA des Fahrzeuges ein, die sogenannten CAN-Bus-Protokolle und können dann mit der todsicheren Viper 3606 hier in diesem Fahrzeug arbeiten. Ganz wichtig für Firmenfahrzeuge, Leasingfahrzeuge, Flottenfahrzeuge, wenn das Auto nach 2-3 Jahren wieder gewechselt wird, dann haben wir hier nichts beschädigt an dem Fahrzeug. Zusätzlich verbaut haben wir natürlich noch Sensoren. Serienmäßig ist hier ein Schocksensor eingebaut, ein Radarsensor haben wir eingebaut, ein 2-2 Mikrowellensensor in der Mittelkonsole versteckt. Dann haben wir einen Neigungssensor eingebaut, um die Felgen zu schützen, um das Fahrzeug vom Abschleppen zu schützen. Und zusätzlich von Empire das LOG 200 GPS GSM Ortungssystem. Vorteil von dem Ortungssystem ist, dass wenn das Fahrzeug weggeschleppt wird oder weggekrannt wird, ohne dass der Alarm ausgelöst wird, schlägt dieses System über das sogenannte Geofencing sofort Alarm. Wenn hier eine Positionsveränderung stattfindet, dann gibt es sofort einen Anruf auf bis zu 3 Telefonnummern. Ganz wichtig, das System ist kostenlos. Das heißt natürlich nicht, dass die Anschauung des Gerätes kostenlos ist, sondern die monatliche Nutzung ist kostenlos. Wir brauchen lediglich eine SIM-Karte mit einem kleinen Startguthaben. Wir benutzen immer Prepaid-Karten mit 10 Euro. Da kommt man über das ganze Jahr mit. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir können das System, wenn das Fahrzeug mal ins Winterlager geht oder so, mit einem SMS-Kommando einfach deaktivieren, fällt dann stromlos in den Standby und sobald ein Alarm ausgelöst wird, wird das System wieder aufgeweckt. Damit das System, auch wenn das Fahrzeug stromlos gemacht wird, weiterhin arbeitet, haben wir ein Notstromaggregat eingebaut, ein Backup-System, das 520T von Viper. Das heißt, wenn irgendeiner glaubt, er kann hier in der Stromzufuhr von dem System rummanipulieren, bleibt die Alarmanlage weiterhin scharf. Wie geil das Radarmodul euer Fahrzeug präventiv schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Der Angreifer kommt ran und sagt, hey, sind das die coolen Sitze aus dem Audi und die geile Navi, die ich zocken kann? Guck rein, ob er hier fündig wird. Und die Alarmanlage sagt jetzt schon, Alter, habe ich keinen Bock drauf, verpiss dich. Ich brauche das Auto gar nicht anfassen. Und was geil ist, ich kann das stufenlos einstellbar. Das heißt, wenn ich sage, ich will es jetzt sehr empfindlich haben, kann ich weiter rausgehen. Oder ich sage, nein, ich muss wirklich schon richtig dicht rangehen, damit die Alarmanlage jetzt hier die Vorwarnung macht, damit das System nicht zu unempfindlich ist. Wie der Schocksensor in der Praxis euer Fahrzeug optimal schützt, möchte ich auch mal demonstrieren. Wenn ich das Fahrzeug leicht berühre, gibt es eine Vorwarnung. Bei einem richtig heftigen Angriff würde die Alarmanlage natürlich sofort einen Vollalarm machen und das Empire LOG 200 GPS GSM Ortungssystem euch auf eine der bis zu 3 Nummern anrufen. Ich kann die Alarmanlage weiterhin über den Komfortzugang schärfen und auch entschärfen. Natürlich kann ich auch den Audi-Schlüsselhandsender nehmen, entschärfen, schärfen. Oder wenn ich richtig viel Reichweite haben möchte, dann kann ich natürlich auch den Viper 7756V LCD-Pager nehmen mit einem wiederaufladbaren Lipopolymer-Akku und diversesten Funktionen, zum Beispiel den sogenannten Multilevel-Arming. Möchte ich euch mal demonstrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nachts zum Auto komme und möchte unerkannt bleiben, drücke ich hier einmal auf Level 1, schärfe hier und wie ihr hört, ist die Alarmanlage jetzt deaktiviert. Ohne den Quittierton, den kann ich grundsätzlich immer über den Bitwriter rausprogrammieren, ist jetzt ja aber hier gar nicht der Fall, weil wir wollen diese Quittiertöne haben, denn ich kann sie ja über den Pager deaktivieren oder ich kann zum Beispiel auf Level 3 schärfen. Wenn ich den Wagen jetzt schärfe, dann seht ihr, hier oben ist der Hammer eingeblendet, das heißt, wenn ich jetzt hier an dem Auto rumrandaliere, dann passiert Folgendes, dann bekomme ich die Vorwarnung lediglich auf den Pager und nicht mehr am Fahrzeug übertragen. Wie die Alarmanlage einen Vollalarm auslöst, wenn ich versuchen würde, jetzt den Wagen zu klauen, möchten wir euch jetzt mal demonstrieren. So, parallel dazu bekommt der Besitzer des Fahrzeuges jetzt einen Anruf über das GPS-GSM-Ortungssystem von Empire und wird benachrichtigt, dass ein Angriffsversuch stattgefunden hat. Ganz sicher habe ich irgendwas in meinem Video mal wieder vergessen, dann dürft ihr mich gerne anrufen unter 0172 4090295. Gerne könnt ihr mir eine E-Mail schicken auf die info@kaistuben.com oder ihr schreibt unten was bei YouTube in die Beiträge rein oder ihr besucht uns einfach mal in Hamburg. Vielen Dank, euer Kai.